So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde IT Startup The Card Game. Ein Spiel, ein Kickstarter aus 2020, der Anfang Februar zu mir gekommen ist, von Mateusz Kupilas aus Polen. Ein Spiel für, lasst mich schauen, wo haben wir es? Da, 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, 10 Minuten bis ungefähr eine Stunde. Das kommt auch ganz gut hin nach meinen ersten Testpartien. Ich habe euch Anfang Februar das Unboxing schon gezeigt. Allerdings bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen, ein Let's Play zu drehen. Das will ich heute nachholen. Wir schauen uns die Einspieler-Variante an. Was wir dazu brauchen, ist in der Spieleschachtel eigentlich alles drin. Nein, eben nicht. Leider 64 Karten, 32 Burnout-Token. Das sind kleine Holzwürfel, rot, ganz nett. Und 32 Resource-Marker in Form von ja, so einer Art Chips. 2 Würfel sind dabei gewesen, beziehungsweise eigentlich ist im Spiel selbst nur der eine weiße Würfel. Und dieser Binärwürfel mit den aufgedruckten Binärzahlen 1 bis 6 ist als ja, Add-on im Kickstarter dabei gewesen. Den habe ich mir natürlich gerne gegönnt. Der ziert jetzt normalerweise meinen Schreibtisch. Den brauchen wir lustigerweise für die Solo-Variante gar nicht, die Würfel. Für die Zweispieler-Partie ist er erforderlich. Die Regel auf Englisch, relativ übersichtlich, nicht allzu lang, 14 Seiten, 15, 16 bis zum Schluss. Und da sind ein paar kleine Varianten beschrieben, die man noch nutzen kann, die wir aber jetzt heute uns nicht betrachten. Die 64 Karten sind tatsächlich komplett durchnummeriert. Ihr seht das hier unten. Die teilen sich in 3 Kartengruppen auf. Das sind einmal, sagen wir mal, 4 Gruppen. Es sind einmal Action-Karten, es sind Employee-Karten und Knowledge-Karten. Und bei den Employees gibt es 2 verschiedene Gruppen. Wir schauen mal kurz rein. Das ist ein HR, ein Personalabteilungsmitarbeiter, ein Undercover HR-Agent. Jede Karte hat hier oben rechts ihre Kosten abgebildet. In diesem Fall würde die Karte beim Ausspielen 3 Ressourcen kosten. Ihre Bezeichnung, Undercover HR Agent, den Typ, ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung. Dann hat sie eine Beschreibung, was passiert, wenn man sie ausspielt oder was sie leistet, wenn sie auf dem Brett, auf dem Tisch liegt. Und unterhalb einer gestrichelten Linie dann noch ein kleines Zitat, ein Spruch aus der ja, IT- und Personalerwelt, mehr oder minder witzig, meistens eher witzig. Und hier unten rechts dann eine Nummerierung, das ist Karte 33 von den 64 Basiskarten. Das hier ist eine Knowledge-Karte, in diesem Falle die Karte Unit-Tests. Auch hier Ausspielkosten im Sinne von 3. Das Knowledge erhöht den Wert eines Entwicklers um 4 und eine Beschreibung, dass man sie einem Entwickler dazufügen kann, um seine Effizienz zu erhöhen. Und auch hier wieder ein Zitat und die Nummerierung. Hier haben wir einen Mitarbeiter, einen Entwickler, in diesem Falle den Full-Stack Ninja. Auch hier die Kosten, in diesem Falle sogar 4, ist eine relativ teure Karte. Und auch hier der Effekt beim Ausspielen, Playing and Transferring Knowledge Cards on this Developer costs 2 Units less. Das heißt, diesen Mitarbeiter Dinge beizubringen oder Dinge auf andere Mitarbeiter zu transferieren oder ihn was lernen zu lassen, ist billiger als für andere IT-Mitarbeiter. Auch hier wieder ein Spruch drunter und eine Nummer. Und dann gibt es noch die Action Cards, die kriegen eine besondere Bedeutung. Ich spiele es nachher einfach durch das Spiel. Ich lese euch jetzt nicht die Regeln vor. Die Action Karten können zu bestimmten Zeiten gespielt werden, kosten natürlich auch etwas Geld und leisten etwas. In diesem Falle, you get 2 additional resources. Playing this card costs 0. Das heißt, die Karte können wir kostenlos spielen und verdienen einfach damit 2 Geldeinheiten. Noch ein Zitat und die Nummer. Das ist alles in diesen 64 Karten drin. Und wichtig ist natürlich immer das, was auf den Karten draufsteht bezüglich des Effekts beim Ausspielen. Und die Wertung sehen wir dann gleich, wie das gemacht wird. Das Spiel beginnt in der Solo-Variante, indem ich mir 5 Ressourcen nehme. 1, 2, 3, 4, 5. Ich breite sie mal hier aus. Jawohl. Und 5 eigene Karten. Ich lege sie einfach mal offen hin. 3, 4. Wir haben hier also einen internen Employee Developer mit einer Effizienz von 1 ohne weitere Effekte. Dann haben wir die Action Card Crunch Time.
den Copy-Paste-Developer, die Wissenskarte Clean Code und eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung, den Office Manager. Das sind unsere 5 Karten. Es gibt jetzt auch in der Regel beschrieben eine sogenannte Mulligan Phase. Das ist im Englischen der Begriff für eine Tauschkarte, wie zum Beispiel ihr es vielleicht auch vom Pokern kennt. Ich nehme 3 neue oder 2 neue oder was auch immer. Das heißt, ich könnte jetzt zu Beginn des Spiels mein Kartenblatt etwas verbessern. Wir probieren das aber einfach mal mit der Mischung, die jetzt gekommen ist, und lassen uns darauf ein, probieren das mal aus. Dann wird im Prinzip der simulierte Gegner aufgedeckt. Der bekommt eine Mystery-Karte und 4 offene Karten. Es gibt ein paar Unterschiede von der Solospieler-Version zur Mehrspieler-Version, denn 4 Spieler können sich die 64 Karten teilen. Auf die gehe ich dann ein, wenn es relevant wird. In diesem Falle sehe ich natürlich die Karten des Gegenübers. Ihr seht sie nicht, ich sehe es gerade. Entschuldigung. Auf jeden Fall jetzt aber. Der Mitarbeiter gegenüber, mein Gegner sozusagen, hat eine Kaffeemaschine, einen Database Developer, den Monster Bug und ein Getaway from it all. 3 Action-Karten, einen Mitarbeiter und eine Mystery-Karte, deren Inhalt ich jetzt noch nicht kenne. Ich muss mit meinen Karten mal ein bisschen nach hier gehen, denn hier in der Mitte wird meine Auslage sein. Der Gegner selbst spielt nicht, er hat keine Auslage. Das ist nur eine Art Simulation. So, wie läuft das Spiel ab? Immer wenn ich dran bin, muss ich da schauen, in welcher Runde wir sind. Mit jeder Runde bekomme ich mehr Ressourcen. Und dazu brauchen wir Stift und Zettel, denn wir müssen nachher auch Punkte notieren. Das heißt, ich schreibe mir mal eine Wertung auf. In Runde 1 bis 6, denn das Ziel für die Solo-Variante in diesem Basisspiel ist es, innerhalb von 6 Runden möglichst auf 64 oder mehr Punkte zu kommen. Wir schauen an, ob das funktioniert. So, also wenn ich dran bin, schaue ich, auf welche Runde wir sind und so viele Ressourcen bekomme ich. Runde 1 eine Ressource, Runde 2 2 Ressourcen und so weiter bis zu Runde 8 8 Ressourcen und dann bekomme ich nicht mehr. Das heißt, mit jeder weiteren Runde, auch in Runde 9 oder 13 oder was auch immer ich bin, bekomme ich immer nur noch 8 Ressourcenchips. Und so beginnen wir auch. Wir ziehen uns eine Ressource und wir ziehen eine Karte. Es gibt keinerlei Limits für die Anzahl der Handkarten im Spiel und auch nicht für die Anzahl der Karten in der Auslage. Und wir legen unsere Stift mal kurz beiseite. So, jetzt kann ich mit den inzwischen hier 6 liegenden Ressourcen schauen, welche Karten ich spielen möchte. Und was ich natürlich haben möchte, um Wertungspunkte zu bekommen, sind Entwickler, die mir Punkte bringen und wissen, dass diese Entwickler haben. So, was jetzt relativ günstig ist an dieser Stelle, ist einmal der Copy-Paste-Developer, den spiele ich aus. Da steht dann, when played, your other developers get one burnout point. Ich habe aber zum Glück noch keine anderen Entwickler hier liegen, also verliert niemand irgendetwas oder bekommt keine Burnout-Punkte. Es kostet mich eine Ressource, diesen Entwickler auszuspielen und damit liegt er jetzt erstmal. Ich darf so viele Karten ausspielen, wie ich möchte und wie ich kann, was meine Ressourcen angeht und erst dann ist mein Zug zu Ende und es geht eine neue Runde los. Was ich in der Solo-Variante noch machen kann, ist, dass ich Karten aus dieser Auslage kaufen kann, inklusive dieser Mystery Card, und zwar für eine einzige Ressource. Das werde ich auch tun, und zwar werde ich das für diese Action-Karte machen, Get Away From It All. Die würde beim Ausspielen 3 kosten und würde dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter auf der Auslage einen Burnout-Punkt verlieren und in der dann laufenden Runde keinen weiteren Burnout-Punkt dazu bekommen. Das ist eine sehr mächtige Karte, die Entwickler länger im Büro sitzen lässt sozusagen und deswegen kaufe ich die für 1. Jetzt rollt mir den Chip hier weg. Okay, dann ist die erstmal auf meiner Hand. Ich habe immer noch 4 und dann gucken wir uns mal diese Mitarbeiterin an hier, den HR Office Manager. When played, remove one burnout point from all your employees. At the end of your turn, draw a card. Das When Played ist natürlich dann in dem Moment, wenn ich ausspiele. Es ist also noch sehr früh, es lohnt sich noch nicht, sie auszuspielen. Aber mit jedem Ende des Zuges kann ich eine Karte ziehen. Für später sehr interessant.
Für jetzt brauche ich eigentlich nur einen Entwickler und oder Wissen. Ich habe noch einen weiteren Entwickler, den ich jetzt ausspielen kann. Nämlich den einfachen internen Mitarbeiter. Das ist ein normaler Entwickler. Wir schauen uns mal kurz die Zitate an. Der Copy-Paste-Developer sagt, Ctrl-C und Ctrl-V, Commit, Done. Naja klar, für den, der in der IT arbeitet, der weiß, was gemeint sein könnte. Und der interne Mitarbeiter, I have no idea what I'm doing. Das ist halt ein Neuling, ein Frischling, kein Wissen, so gut wie keine Effizienz. Den haben wir jetzt auch ausgelegt. Und jetzt bringen wir dem internen Mitarbeiter einfach mal was bei. Wir sagen ihm, du lernst jetzt Clean Code. Auch das kostet uns eine Ressource. Und das ist eine Knowledge-Karte. Das Clean Code hier ist nicht weiter beschrieben, nur das Zitat hier drunter. It is not enough for code to work. Ich lasse die Sprüche einfach mal unkommentiert stehen. So, dann haben wir das hier noch übrig. Mit den Karten beschäftigen wir uns vielleicht gleich noch. Was können wir noch tun? Wir können vielleicht noch eine Karte kaufen da drüben. Hier ist noch der teure Database Developer. Ich könnte auch diese Karte kaufen für 1. Allerdings hat das ein Risiko. Wenn das eine Action-Karte ist, dann kann ich die natürlich nicht sofort spielen, aber ich würde sofort Punkte verlieren. Das möchte ich nicht. Es gibt zu den Solo-Regeln übrigens ein Video von Matthäus Kupilas, das verlinke ich euch auch auf YouTube. Und da ist das dann nochmal genauer erklärt, was da genau passiert. Aber letztlich ist das hier mein Markt. Ich kann auch am Stapel, in der Zwei-Spieler- und Mehrspieler-Variante, kann ich auch am Stapel austauschen gegen eine Ressource, eine Karte. Beziehungsweise, wenn ich vom Stapel ziehe, zahle ich 2 Ressourcen. Wenn ich eine Karte verkaufe, kriege ich eine Ressource. Brauche ich aber jetzt alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Wir haben jetzt mein Zug ist jetzt zu Ende. Ich möchte nicht mehr weiterziehen. Ich möchte jetzt die nächste Runde nehmen. Und dann passieren folgende Dinge. Ich werte jetzt meine ausliegenden Entwickler und ihr Wissen. Ich habe hier also 2 Punkte. Hier 1 macht 3. Er hier weiß noch was für 2. Macht zusammen 5 Punkte, die ich habe. Die schreibe ich mir hier auf. Ich habe es mir angewöhnt, hier sowohl das 5 Punkte kommen dazu, als auch das Gesamtergebnis 5 zu notieren, um das dann auch nachvollziehen zu können, um zu wissen, was ich wann gerechnet habe. So, 5 Punkte. Mein Zug ist zu Ende. Das heißt, jeder Mitarbeiter bekommt einen Burnout-Punkt. Und das wird markiert durch die roten Würfel. Was jetzt noch passiert ist, dass diese Auslage wieder aufgefüllt wird auf insgesamt 5 Karten. Und damit ist die Runde zu Ende. Zweite Runde beginnt. Wir kriegen 2 Ressourcen, das ist ja 2. Runde, und wir ziehen eine Karte. So, wir haben insgesamt 4 Ressourcen. Was wir jetzt noch machen könnten, ist diesen Junior Backend Developer auslegen. Das sieht ganz gut aus. When played, look at the top 3 cards of the deck and draw one of them. Put the rest on the bottom of the deck. Das heißt, wir spielen den aus. Zahlen dafür 2 Ressourcen, ziehen 3 Karten und schauen uns die erstmal an. Wir haben einen Undercover HR Agent, eine Knowledge-Karte über Design Patterns mit einem Wert von immerhin 3 und den Ambitious Apprentice, ein Entwickler, der nichts weiß, aber der anscheinend viel lernen kann, denn playing and transferring Knowledge Cards on this developer costs 2 less. Das heißt, hier wird Wissen an ihn weitergeben, was sehr, sehr günstig. Das ist attraktiv, die Karte wäre gut und dann können wir damit arbeiten. Ich glaube, oder wir nehmen uns die Dreierkarte. Wir nehmen den hier. Und die anderen Karten können wir unter das Deck legen. Und dann würde ich habe noch 2, würde ich den auch direkt ausspielen. Nein, wozu? Er weiß ja noch nichts und ich habe noch keinen. Ah doch, ich zeige euch das mal. Wir spielen den aus, zahlen dafür 1. Und jetzt wollen wir Wissen übertragen. Wir wollen, dass der interne Mitarbeiter ihm hier was beibringt. Das kann er nur mit Clean Code. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich die Kosten für diese Karte nochmal zahlen. Aber ich weiß, dass Transferring Cards on this developer costs 2 less. Das heißt, ich zahle dafür 2 weniger. Die hier kostet nur 1, also zahle ich nichts.
Das heißt, der Interne bringt dem Neuling, dem Ambitious Apprentice, einfach mal Clean Code Development bei. Damit weiß er mehr, er weiß aber leider jetzt weniger. Das ist das Transferring von Knowledge an dieser Stelle. Und ich habe noch eine Ressource, die bringt mir jetzt nichts. Was ich aber jetzt mache, diese Karte hier, die möchte ich jetzt noch nicht spielen, aber ich möchte sie bald spielen. Das heißt, ich nutze das sogenannte Planen von Action-Karten. Die kostet normalerweise 3. Wenn ich mich vorher festlege, dass ich diese Karte spielen möchte, dann kann ich etwas Geld sparen, indem ich sie plane. Das hier ist meine geplante Action-Karte, die ich als, wenn überhaupt, nächste Action-Karte spielen möchte. Ich kann die nicht ersetzen, ich muss erst die spielen, bevor ich andere spielen kann. Und dann kostet sie mich beim Einsetzen eine weniger. Ich weiß, dass sie dann 2 kosten würde. Ich habe in der nächsten Runde den Bedarf, sie zu spielen. Also lege ich sie jetzt als geplante Action-Karte fest. Das muss ich nicht für jede Karte tun. Ich kann auch den normalen Preis zahlen. Aber bei dieser Karte weiß ich, dass ich sie spielen möchte. Mindestens im nächsten, vielleicht auch erst im übernächsten Zug, aber spätestens dann. Und das heißt, ich kann sie planen. Dann lege ich sie so hin. Und dann ist erstmal gut. Weitere Züge möchte ich nicht mitmachen. Ich gucke mal hier oben, ob ich irgendwas kaufen möchte. Was mich interessieren würde, wäre vielleicht der Database Developer. Den kaufe ich mir für eine Ressource. Und dann ist gut. Ja. Zweite Runde zu Ende. Wir schauen mal, was gewertet wird. Die 2, die 3, die 4. 6 Punkte dazu. Also plus 6 macht dann insgesamt 11 Punkte. Und jetzt bekommt wieder jeder Mitarbeiter einen Burnout. Punkt. Und das ist jetzt das Dynamische an diesem, ja, sagen wir mal, Deckbilder, an diesem Kartenauslegebau, Kartendeckbauspiel. Mit 3 Burnout-Punkten verschwinden die Karten. Das heißt, sie werden dann nicht mehr gewertet für mich. Sie gehen einfach wieder unter das Deck zurück. Das heißt, ich habe hier eine ständige Rotation von Mitarbeitern, wie in einer normalen Firma auch. Wir sind ja hier der Chef einer IT-Firma, eines IT-Startups. Und genauso wie im realen Leben wechseln die Mitarbeiter mal durch. Der eine bekommt früher, der andere später einen Burnout und verlässt uns. Gut, dann habe ich Burnouts verteilt. Die Runde ist zu Ende. Wir füllen hier auf. Da kommt eine neue Action-Card dazu. Und dann werden wir uns überlegen, was wir noch machen können. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Ich habe das bisher nicht gemacht. Ich könnte zum Beispiel jetzt am Ende einer Runde eine Karte aus der offenen Auslage einfach tauschen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte einfach versuchen, mit dem auszukommen, was das Kartenglück mir gibt. Ja, dann nehmen wir die nächste Runde. Das ist dann Runde 3. Ich nehme mir 3 Ressourcen. 1, 2, 3. Ziehe wieder eine Karte. Das sind jetzt teure Entwickler, die ich hier kriege. Für 5 und für 4. Die kann ich gar nicht auslegen. Aber ich kann den Office Manager spielen. Genau das mache ich auch. Bevor mir nämlich hier die Jungs mit dem Burnout verschwinden, zumindest die beiden mit dem nächsten. Spiele ich für 3 den Office Manager. Remove one Burnout Point from all your employees. Das heißt, jeder Employee verliert einen Burnout Punkt. Und damit haben wir schon mal einen sehr guten Effekt erreicht. Das heißt, wir brauchen die Action-Karte, die hier drunter liegt, gar nicht spielen. Und ich habe auch keine Ressourcen, um die anderen Karten zu spielen. Das heißt, wir beenden die Runde hiermit. Und werten. Genau, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte weiterhin, plus 6, das sind 17 Punkte. Und jetzt gibt es aber wieder Burnout-Punkte. 1, 2, 3, 4 und wir haben 5 Employees liegen, 5 Burnout-Punkte. Okay, Auslage oben hat sich nicht geändert, aber hier steht noch, at the end of your turn, draw a card. Ich kann einfach so eine Karte ziehen. Eine Wissenskarte, Domain Knowledge. Sehr gut. Mit einem hohen Wert, 4. Das hilft. Legen wir den Kartenstapel hier oben hin. Und dann schauen wir nochmal, was wir machen können. Nein, wir beginnen jetzt die nächste Runde. Das ist die vierte Runde. Das heißt, wir nehmen uns 1, 2, 3, 4 Ressourcenchips
Wir ziehen eine Karte. Ja, das ist jetzt die Get Away From It All Karte, die auch hier schon als Action-Karte liegt. Dann ist die Frage, wie spielen wir was? Die kostet normalerweise 3. Hier liegt sie, wenn ich sie ausspielen will, für 2. Das ist auch in Ordnung. Vorher kann ich aber dem Ambitious Apprentice noch ein bisschen Knowledge zukommen lassen. Ich weise ihm noch Domain Knowledge zu und lege das hier so einfach mal schräg drunter. Normalerweise müsste ich dafür 3 zahlen, aber für ihn kostet das ja 2 weniger, das heißt, ich zahle nur 1. Und dann habe ich noch noch habe ich nicht genug Ressourcen, um diese Entwickler zu spielen. Das heißt, ich spiele jetzt die Get Away From It All Karte als Action-Karte. All your employees lose 1 Burnout Point and they don't get any Burnout Points at the end of this turn. Das heißt, ich zahle 2, weil ich es ja geplant hatte. Und jeder Mitarbeiter verliert einen Burnout-Punkt und bekommt gleich auch keinen neuen. Die Karte kommt zurück unter den Stapel. Und damit ist meine Runde zu Ende. Mit der einen Ressource kann ich nicht viel machen und ich möchte da oben auch keine Karten austauschen. Das heißt, ich werte jetzt und jetzt habe ich mehr Punkte. 2, 3, 4, 8, 10 Punkte habe ich jetzt. 10 Punkte macht dann 27. Wow, ob die 64 erreichbar sind, mal gucken. Und jetzt gibt es keine Burnout-Punkte für die Jungs und Mädels hier im Büro. Und damit beginnt meine nächste Runde, die 5. Runde. Das heißt, ich bekomme 5 Ressourcen. 2, 3, 4, 5. Habe insgesamt 6. Und ziehe wieder eine Karte. Oh, noch eine Knowledge-Karte. Das ist ziemlich gut. Die werden wir auf jeden Fall noch mit einsetzen. Das bringt mir nochmal 3 Punkte mehr. Und die Frage ist, ob wir jetzt zum Beispiel, die können wir sogar kostenlos spielen, weil wir für den Ambitious Apprentice nur 2 Karten, 2 weniger zahlen pro Knowledge Transfer und ausspielen. Das heißt, wir zahlen gar nichts in diesem Falle. Das heißt, er lernt jetzt auch noch schnell Debugging. Haben nichts dafür bezahlt. Und dann gucken wir uns mal hier die teuren Ressourcen an. Der Lead Developer würde dafür sorgen, dass während des Spiels das Übertragen von Wissen zwischen Developern einfach 2 weniger kostet. Und zwar zwischen allen Developern. Das heißt, er organisiert das gegenseitige Lernen und bringt jeweils 5 Punkte. Das ist eine ziemlich mächtige Karte. Und der Database Developer würde beim Ausspielen dafür sorgen, draw 2 cards. For any action card drawn this way, you can play it this turn for 0. Das heißt, wir würden jede Action Karte, die wir hier ziehen, sofort kostenlos spielen können. Was ihr hier noch seht, ist hier ein Schild. Dieser Database Developer, in diesem Fall eine Dame, verträgt einen Burnout-Punkt mehr. Sie ist gegen einen Burnout-Punkt extra geschützt. Das heißt, hier müssten 4 Burnout-Punkte drauf landen, damit sie uns dann verlässt. Aber für mich attraktiver ist jetzt im Moment der Lead-Developer für 5 Ressourcen. Den spiele ich aus. 2, 4, 5. Und damit kann ich Wissen zwischen Entwicklern für 2 weniger hin und her schieben. Das spielt dann eine Rolle, wenn einige Mitarbeiter kurz vor dem Burnout sind. Man transferiert ihr Wissen noch auf andere, die noch im Spiel sind und im Büro bleiben können. Und jetzt merke ich auch, was ich vergessen habe. Ich habe am Ende der Runde vergessen, eine Karte zu ziehen. Denn dieser Office Manager hier rechts, der ermöglicht das mit jedem Zug, wo sie im Spiel ist, dass am Ende des Zuges eine Karte gezogen wird. Macht aber nichts. Wir spielen jetzt einfach so weiter. Die gezogenen Karten spielen jetzt hier mal keine Rolle. Die nicht gezogene so rum. Das heißt, wir werten jetzt wieder 5, 7, 10, 11, 13, 17, 20 Punkte dazu. Plus 20 Punkte macht 47. Und jetzt bekommt aber jeder doch wieder einen Burnout-Punkt. 1,
1, 2, 3, 4, 5. 6 Burner-Punkte. Ich vergesse jetzt nicht, hier eine Karte zu ziehen. Den QA Wizard Engineer. Okay. Damit haben alle, da hat noch keiner 3 Burnout-Punkte. Ich werde diese Action-Card planen fürs nächste Spiel und für die nächste Runde, damit ich sie etwas günstiger spielen kann, für 2 anstatt für 3, um nämlich wieder Burnout-Punkte zu reduzieren, damit die Entwickler möglichst lange im Spiel bleiben. So, und damit geht die nächste Runde los. Ihr merkt, ich brauche da oben relativ wenig. Hier liegen auch keine attraktiven Karten. Ich könnte jetzt einfach mal für Spaß sagen, ich tausche mal diese Karte aus, Technical Depth, und ziehe eine neue. Da landet noch ein QA Wizard Engineer. Den habe ich aber hier schon liegen. Dann beginnen wir einfach die nächste Runde, die Runde Nummer 6. Ich bekomme 6 Punkte, oder 6 Resource-Marken, so rum. 2, 3, 4, 5, 6. Passt, ich habe 7 Stück. Und ziehe eine Karte. Eine Wissenskarte und ein Entwickler und die Actionkarte, die wir hier haben. Ja, jetzt sammeln wir Punkte. Ich spiele diese Karte für 2 aus, weil ich sie ja geplant hatte. All your employees lose 1 burnout point and they don't get any burnout points at the end of this turn. Das heißt, ich behalte sie alle noch länger im Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück runter. Das waren alle Employees, oder? Ja, alle Employees. Nicht nur die Developer, sondern alle Employees. Und es gibt jetzt auch keinen neuen Burnout-Punkt für alle. Jetzt schaue ich mal, dass ich zum Beispiel den QA Wizard Engineer spiele. Denn solange der im Spiel ist, your developers cost one less. Jeden neuen Entwickler, den ich ausspielen möchte, würde ich mit einer Ressource weniger bezahlen müssen. Das heißt, die 3 zahle ich. Dann kommt er hier dazu. Ihr seht das noch, jawohl. Und ich werde dem Ambitious Apprentice noch ein bisschen über Solid beibringen. Das kostet 2 weniger, das heißt, ich zahle gar nichts. Das heißt, er lernt hier auch noch mal etwas und ich zahle nichts dafür, weil er so fleißig lernt. Und da ich mir um die Burnout-Punkte keine Sorgen machen muss, brauche ich jetzt auch hier tatsächlich nicht wirklich was zu tun. Die anderen Karten, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Ich hätte jetzt hier noch die Action-Karte, wo ich sagen könnte, für 2 Ressourcen, die ich jetzt noch habe, take over a target employee until the start of your next turn. The opponent gets the resources you paid for this card. Das heißt, ich könnte mir den Mitarbeiter, einen dieser beiden Mitarbeiter hier einfach übernehmen, aber die liegen ja nicht in der Auslage, die liegen auf seiner Hand. Das heißt, ich müsste sie in die Hand nehmen und dann separat nochmal ausspielen. Das will ich alles gar nicht. Das ist für die Mehrspieler-Runde durchaus interessant, so eine Karte. The Crunch Time könnte ich nochmal für 2 ausspielen. Das heißt, ich würde 2 Punkte für jeden Developer im Büro bekommen am Ende des Zuges, aber dann würde auch jeder noch einen zusätzlichen Burnout-Punkt bekommen. Das heißt, ich könnte da mal auf die Tube drücken, aber das brauchen wir auch nicht, denn die Punkte bekommen wir jetzt zusammen, die wir brauchen, um das Spiel nach den Regeln zu gewinnen. Wir werten jetzt. Mein Zug ist zu Ende. Ich ziehe eine Karte. Wir werten jetzt. 2, 7 und die 3 sind 10, 11 und das sind 6, das sind auch 10, das sind 21, 23 Punkte kommen hinzu, plus 23 und ihr seht es, wenn ich die 23 zu den 47 dazu addiere, bin ich bei genau 70 Punkten. Das heißt, wir haben mehr als 64 Punkte und das heißt, wir haben diese kleine Solo-Partie gewonnen. Tja, das ging vergleichsweise einfach, weil ich Glück hatte, indem ich diese beiden Erholungskarten kurz hintereinander hatte und diese Office Managerin gezogen hatte und damit die Burnouts vermeiden konnte. Ich hatte praktisch in den ersten 6 Runden keinen einzigen Entwickler, keinen einzigen Mitarbeiter, der mir wegen Burnout verloren gegangen ist.
Das sieht im normalen Spiel, vor allen Dingen in der Zwei- oder Mehrpartien-Spiel, Mehrpersonenspiel, auch durchaus anders aus, dass mal jemand mit Burnout das Office verlässt. Hier hat es jetzt funktioniert. Ich werde mal schauen, dass ich in den nächsten Tagen, ja, vielleicht nächste Woche dann nochmal ein Let's Play dazu drehe. Ich komme nicht immer dazu. Und bis hierhin erstmal das, was es so zu IT-Startup zu erzählen gibt, was das normale Solo-Spiel angeht. In einem Zwei-Personen-Spiel kann man dann auch noch gegenseitig sich Burnout-Punkte verpassen. Das wäre hier gewesen, da wäre tatsächlich eine Action-Card gewesen, ohne Kosten. Das wäre der Investor, der mir einfach für null Einsatz zwei Ressource-Marker gibt. Was ich euch noch erzählen kann, ist, dass ich noch die Erweiterung dabei habe, die mit dem Kickstarter auch rausgekommen ist, Corrupted Data. Da sind erstens noch zwei Kickstarter-exklusive Karten drin, die nur für die Kickstarter-Version verfügbar sind, nämlich der Backend Developers Do Frontend, die Action-Karte. Und dann sind hier weitere 32 Karten, auch hier, die sind markiert mit CD, also Corrupted Data, und dann 1 bis 32 durchnummeriert. Auch hier sind weitere Knowledge-Karten, Action-Karten und weitere Entwicklerpersonen drin, mit unterschiedlichen Kosten. Von der Bunch of Interns, also ein, zwei interne Mitarbeiter, über einen überbezahlten Developer, Henry Hackerman und so weiter und so fort. Ich kann euch und möchte euch jetzt nicht alle Karten hier vorlesen und spoilern. Da sind sehr witzige Sachen bei für die Menschen, die in der IT arbeiten. Sehr spannend, sehr witzig. Ich werde die beim nächsten Let's Play werde ich diese Corrupted Data Karten vielleicht einfach mal mit drunter mischen. Dann sehen wir mal, was da so entsteht. Ja. In der Zwei-Spieler-Version oder Mehrspieler-Version brauche ich auch den Würfel, nämlich dann wird am Anfang damit bestimmt, wie viele Ressourcen jeder Spieler zu Beginn des gesamten Spiels überhaupt bekommt. Alle starten nämlich mit den gleichen Ressourcen. In diesem Falle wären es dann auch wieder 5. Ja, das ist das, was ich zu IT-Startups sagen kann. Ist schnell gespielt, macht Spaß, wenn man IT-Menschen am Tisch sitzen hat, macht es wahrscheinlich noch viel mehr Spaß. Ich glaube nicht, dass das für jeden was ist, aber für den, der IT-affin ist oder sich in der modernen IT-Welt so ein bisschen tummeln möchte oder tummelt, kann das durchaus sehr spannend sein, sehr empfehlenswert. Der Kickstarter und das BoardGameGeek-Profil und die Kickstarter-Kampagne verlinke ich euch wieder im Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar und ein Like da. Und ansonsten ja, steht in den nächsten Wochen doch noch ein bisschen was an. Ich will endlich mal Kanban IW auf den Tisch bringen. Das ist aber etwas, was mich tatsächlich auch bei der Einarbeitung sehr viel Zeit kostet. Die Regeln sind nicht ganz trivial und auch im Zusammenhang nicht ganz trivial zu spielen für die Solo-Variante. Dann fehlt mir noch eine Runde Black Sonata, die ich noch auf den Tisch bringen möchte, weil ich auch die Erweiterungen noch vorstellen möchte. Und ich erinnere euch noch mal an Maki vom Sideroom Games, der Kickstarter, der jetzt mit der neuen Auflage draußen war, der ist durch. Und kurz danach hat Sideroom Games verkündet, dass der Schwerkraft Verlag das Spiel auf Deutsch rausbringen wird. Das heißt, Maki, ein kleines Solospiel aus dem besetzten Frankreich, aus dem Nazi-besetzten Frankreich. Ich habe euch davon mehrere Let's Plays schon gedreht. Sehr empfehlenswert. Kommt jetzt auf Deutsch im Schwerkraft Verlag. Haltet es im Auge. Kann ich nur empfehlen. Und dann ja, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß beim Spielen und bis dahin, euer Spartak.